So, ich habe die Aufnahme auch schon gedrückt. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Okami. Ich habe euch das tolle Grabungsscheiße erspart und das hat mich eine Stunde gedauert. Also, ihr habt nicht verpasst. Wirklich nichts verpasst. Jetzt kommen wir zum wichtigen Teil der Story Bambusmädchen. Was zur Hölle? Sieht aus wie ein Bambussprössling, außer dass es aus Metall ist und unglaublich groß. Das ist es, was mich gerufen hat. Das ist die Verbindung zu meiner mysteriösen Vergangenheit. Kaguya, ich wusste es. Ich wusste, dass dieser riesige Bambussprössling hier in der Sasa-Zuflucht vergraben lag. Wirklich? Aber eines Tages, vor vielen Jahren, kam ich hierher, um etwas Bambus zu holen. Plötzlich erschien dieser riesige Bambussprössling direkt vor mir. Du kamst kalt und beinahe leblos herausgetorkelt. Dann verschwand dieser riesige Bambussprössling wieder in der Erde. Du warst kalt wie Eis und sahst aus, als würdest du jede Minute sterben. Ich nahm dich schnell auf den Arm und rannte nach Hause. Meine geliebte verstorbene Frau und ich pflegten dich wieder gesund. Wir hatten immer ein Kind gewollt. Du warst wie ein Segen des Himmels. Du brachtest Freude in unser Leben. Ich konnte dir nicht die Wahrheit sagen. Ich fürchtete, wenn du das herausfindest, dann würdest du diesen seltsamen Bambussprössling suchen gehen. Ich fürchtete, dass er dich uns für immer wegnehmen würde. Geh nicht. Geh nicht, Kaguya. Großvater. No. Schluchz. Ich habe dich und meine geliebte verstorbene Großmutter immer als meine wirkliche Familie betrachtet. Und dieses Gefühl wird niemals verblassen. Auch wenn ich gehen sollte, so bleibt mein Herz bei dir. Erinnere dich daran. Aber ich kann nicht hier bei dir bleiben. Eine mysteriöse Kraft ruft mich. Ich kann ihr nicht widerstehen. Ich muss herausfinden, woher ich komme. Keine Sorge, ich werde zu dir zurückkommen. Aber ich muss es einfach wissen. Deshalb bitte ich dich, mein lieber Großvater, verabschiede mich mit einem Lächeln im Gesicht. Okay, das werde ich, Kaguya. Geh wohin du auch immer möchtest. Ich bitte dich nur um eine Sache. Wenn du dorthin gehst, erinnere dich immer an eins. Du bist meine geliebte Enkelin. Vergiss das niemals. Du bist meine geliebte und teure Enkelin. Und Großvater. No. Ein teures Enkelkind. Hä? Oh, ich habe nicht an zu Hause gedacht oder so etwas. Nein, wirklich nicht. Isun, Amaterasu. Ich werde euch immer dankbar sein. Ich werde euch nie genug dafür danken können, was ihr für mich getan habt. Aber bitte, nehmt dies zum Zeichen meiner Dankbarkeit an. Feuersteintafel. Okay. Das war meine einzige Verbindung zu meiner Vergangenheit. Aber jetzt, wo ich nach Hause zurückkehre, werde ich es nicht länger brauchen. Möge es euch bei eurer Reisen helfen. Es ist nur Zeit. Zeit für mich zu gehen. Danke euch beiden. Danke dir, Großvater. Lebt wohl. Und hoffentlich sehen wir uns eines Tages wieder. Hallo. Du hast verpasst, wie ich fluche. Wibi. Chiyo, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Es ist eine Rakete. Das hat mich eine Stunde gedauert. Ich glaub's ja nicht. Eine Rakete im mittelalterlichen Japan. Wie geht's dir, Trinity? Alles gut? Guten Hunger. Nun, sie ist weg. Ich frage mich, wo sie wohl hingeht. Ich hoffe, das Bambusmädchen wird eine sichere Reise haben, wo immer sie auch hingeht. Hey, Amy, lass uns hier verschwinden.
Wir haben uns ablenken lassen, als wir dem Bambusmädchen geholfen haben. Lass uns weitergehen, wir haben noch etwas zu erledigen. Wir müssen diese Königin überreden. Entschuldigung. Sie muss uns da so einiges erklären. Kaguya, sie ist fort. Dieser riesen Bambusspross. Okay. Meine Gebete sind jetzt bei dir, liebste Kaguya. Meine Gebeine sind jetzt bei dir. Oh Gott. Ich kann heute nicht mehr lesen. Vergiss es einfach. Ja, ist doch auch nicht schlecht. Manchmal muss man halt ein bisschen mehr Sachen spielen. Ne? Nom, 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 nom. So. Jetzt haben wir diese unangenehme Sache hinter uns gebracht. Wie sieht unser Logbuch aus? Um uns der Stadt binden. Na dann, good luck, würde ich sagen. Dann kannst du ja dann gleich mit Dark Souls weitermachen. Ich habe gestern einen Dip ausprobiert. Der war so eklig, dass ich schon nach dem ersten Mal dippen gesagt habe, ne, da. Nimm einfach irgendeinen. Okay. Irgendeiner ist der Richtige. Na, eigentlich gibt es keine wirklich richtigen Wege. Entschuldigt, wenn ich hier so rumgähne. Aber ich bin auch übelst müde. Ich habe heute wieder Unsinn geträumt. Das ist der Hammer. In letzter Zeit träume ich ganz viel Unsinn. Ich weiß nicht mal warum. Keine Ahnung. Okay, bis dann. Tschüssi. Was gibt's eigentlich Leckeres bei dir zu essen, Shio? Wir rennen so toll, so voll. Lalalala. Okay, das ist auch okay. Mann. Hm? Könnte auch schlechter sein, ne?
Gehen wir mal zurück in die Stadt. Gucken, ob wir Königin Himeko jetzt erwischen können. Mal schauen, ob wir Miss Bono wieder ansprechen müssen. Na, ihr Süßen und dies. Du kannst nicht im Meer schwimmen, Hündchen. Das ist zu gefährlich. Der Wasserdrache wartet da mit einem offenen Maul. Ich kann ja verstehen, dass du Schätze willst, aber riskier dafür doch nicht dein Leben. Tue ich nicht. Absolut nicht. Sehen wir so aus, als würden wir unser Leben riskieren? Nein, never. Wir riskieren höchstens unseren Verstand, weil wir die ganze Zeit gequält werden von irgendwelchen Menschen. Was soll das jetzt heißen? Hallo? Wir riskieren doch nicht unser Leben. Wo kommen wir denn dahin, wenn wir unser Leben riskieren würden? Also hier, ich weiß ja nicht, welches Spiel du spielst, aber ich spiele den Pazifisten-Simulator. So, wir lernen mal wieder eine neue Technik, würde ich sagen, ne? Meistert. Wow, warum zur Hölle sollte ich 2 Millionen ausgeben, um mit Kacke um mich zu werfen? Könnt ihr mir das mal bitte erklären? Ja, es ist nichts anderes. Ja. Hey, jetzt mal ernsthaft. Warum sollte ich 2 Millionen, was auch immer, Yen bezahlen, um Kacke um mich zu werfen? Ich meine, es hat schon gereicht, dass ich die erste Technik mit Kacke um mich werfen gelernt habe. Ich weiß nicht mal mehr, wie man sie benutzt, weil, naja. Ja, eben. Ja, aber ich werde nicht 2 Millionen Yen sammeln, um mit Kacke um mich zu werfen.
habe wahrscheinlich die falsche Haupthand, ne? Ja. Gut gemacht. Yay. Es gibt Leute, die das kaufen. Jetzt muss ich das jetzt eigentlich noch machen. Wo habe ich eigentlich das Schwert her? Weiß jemand noch, wo ich das Schwert her habe? Ich habe einen heiligen Knochen bekommen. Yum, 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 yum. Yum. Danke. Tschüss. Hi, hi, Sensei. Mm. Das Orochi-Schwert, okay. Müssen mal gucken, wie viel Damage das macht. Mal. Was ist hier eigentlich? Okay, cool. Heilige Artefakte. Nicht schlecht. Haben wir noch Goldstaub irgendwo? Nö, haben wir nicht. Schade. Macht nichts. Werden wir überleben. Seht ihr das? Da ist was zum Buddeln. Buddeln! Buddeln! Ich möchte auch buddeln. Einmal buddeln zum Mitnehmen, bitte. Das war knapp. Hey, wieso bist du so alarmiert? Hallo Hühnchen, bist du bereit für ein Rennen? Ich habe trainiert, ich bin jetzt um einiges schneller als früher. Was soll's, kann nicht quatschen, muss fliegen. Fertig? Los! Wow. Irgendwas hin? Ach, egal. Ist wurscht. Rennen sind jetzt nicht so wichtig, wenn ich ehrlich bin. Ab und an Quark essen ist so lecker. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber ich mag Quark eigentlich generell nicht so gerne. Ich
bin eigentlich eher so der Mensch, der Joghurt bevorzugt. Ich werde jetzt heute eine Joghurtsoße mit Dill und Salz und Pfeffer und so weiter einhauen. Achso, wir mussten ja sowieso hier noch einen Dings suchen, ne? Einen Baum zum zum Erblühen lassen. Und uns fehlt noch ein Baum hier. Weiß nicht, wo der ist. Weil die hier kann ich nicht benutzen, weil die sind unrein. Unrein. Ja, unrein. Deswegen habe ich keine Ahnung, wo der letzte Baum sein soll. Apropos letzter Baum, da fällt mir gerade ein, dass ich dich hier hinten mal ansprechen wollte eigentlich mal. Hallo. Was habe ich getan? Ich habe mein Gedächtnis komplett verloren, seit die Zone erschien. Nun, an die Sache kann ich mich erinnern. Ich war auf dem Weg zum Haus des Tischlers. Also habe ich auf die Fähre gewartet, um dorthin zu kommen. Und selbst nach dieser ganzen Zeit ist sie noch nicht aufgetaucht. Ich habe keine Lust mehr zu warten. Es ist mir egal, was ich benutzen muss. Solange es schwimmt, werde ich alles ausprobieren, um hier wegzukommen. Okay. Ja, da willst du wahrscheinlich wieder, dass ich dich darüber schippere, aber darauf habe ich jetzt keine Lust. Ich werde mich jetzt mit Königin Himiko beschäftigen. Die Probleme hier in der Stadt kann ich damit beheben, indem ich diese Kirschbäume aufblühen lasse. Das Problem ist, dass ich, wie gesagt, nicht weiß, wo der letzte Kirschbaum ist. Ich hatte halt gedacht, dass es in einem großen Gebäude oder so ist, aber das ist er halt auch nicht, ne? Irgendwie sad. Keine Ahnung. Bei Herr Kirschbaum, da war definitiv einer in der Bude von diesen Kirschbäumen. Aber Herr Kirschbaum fehlt halt immer noch einer und ich weiß nicht, wo der eine ist. Weil hier sind halt nur noch diese verfluchten Kirschbäume. Und ich bin blind und sehe den letzten nicht. Oder der letzte ist gar nicht da, sondern der ist hier irgendwo. Das kann auch sein. Ich weiß ja nicht, das wird wahrscheinlich zum Stadtgebiet hinzugehören. Denke ich, meine ich, hoffe ich. Es kann halt durchaus sein, dass ich hier was vergessen habe zu malen oder so. Das würde ich jetzt gar nicht hinein wollen. Wisst ihr? Also so, dass ich es halt vergessen habe. Ich bin halt vergesslich. Hier ist keiner. Dass sie halt immer noch wartet auf die Tussi hier. Ne? Dich werden wir nicht ansprechen. Hi, Bär. So, aber was mit Königin Himiko jetzt endgültig los ist, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Einen wunderschönen Tag. Lass euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.